Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Markus, lieber Michael, liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich gesagt, daran könnte ich mich gewöhnen. Die Gewerkschaften der DGB Bayern werden über den Schellenkönig gelobt, öffentlich sogar im Bayerischen Landtag, wo wir ja seit der Abschaffung des Senates nicht mehr so oft gehört werden und nicht mehr so oft zu Wort kommen wie früher. Eine ehrwürdige, eine stolze Auszeichnung erhalten wir mit dem Wilhelm-Högner-Preis. Die bayerischen Gewerkschaften reihen sich ab heute ein in eine illustre und hoch angesehene Runde von Preisträgern. Das alles ist auch für uns nicht alltäglich. Aber wir können damit umgehen. Dezenter Hinweis, falls noch jemand Preisträger sucht. Und wir freuen uns sehr über diese Würdigung. Und in aller Bescheidenheit sage ich, beim Mindestlohn haben wir sie auch verdient. Ich stehe hier für die Ansprache stellvertretend für den DGB Bayern, wie es in der Einladung so schön und richtig formuliert ist. Stellvertretend für viele, die schon vor Jahren mit dem Volksbegehren für einen Mindestlohn in Bayern einen wichtigen Meilenstein gesetzt haben. Ich freue mich ganz besonders, dass heute hier sind Sepp Fallbesoner, der ehemalige Landesbezirksleiter von Verdi, Hans Hartl, der frühere Landesvorsitzende der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, Gele Neubecker, die frühere Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und Johann Gebhardt, der damalige Vorsitzende der unterdessen umbenannten Gewerkschaft Transnet. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich stehe stellvertretend für den jetzigen DGB-Vorstand, von dem heute unter uns sind Luise Clemens für Verdi, Seppel Kraus für die IG BCE, Gundi Thielmann für die IG Bau, Freddy Adian für die NGG und Silke Pöllinger für den Bezirksfrauenausschuss. Und selbstverständlich stehe ich für alle aktiven Haupt- und ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen, die sich über viele, viele Jahre für den gesetzlichen Mindestlohn, wo immer und in welcher Funktion auch immer, über die Maßen engagiert haben. Ohne dieses Engagement, ohne diese Überzeugungskraft, ohne diesen langen Atem wären wir sicherlich nicht als Preisträger auserkoren worden. Ohne dieses Engagement ganz vieler hätten wir das Ziel nicht erreicht. Die Kolleginnen und Kollegen, die heute hier sind und alle, die sich heute mit uns ausgezeichnet fühlen dürfen, zeigen, der Mindestlohn war eben nie ein Thema nur von einigen wenigen und der Mindestlohn war nie ein Thema nur einiger weniger Gewerkschaften, sondern er war ein Thema für den gesamten bayerischen DGB und alle 8 Gewerkschaften. Das war, das ist gelebte Einheit. Diskutiert und gefordert wurde der Mindestlohn schon über 10 Jahre. Und solche politischen Themen, solche politischen Aktionen, solche politischen Prozesse müssen irgendwann dann verdichtet, zugespitzt, Debatten zugespitzt werden, Forderungen müssen konkretisiert werden, damit sie aktionsfähig werden. Im bayerischen DGB unter unseren Vorgängern Fritz Schösser und Heidi Langgut war die Initialzündung wahrscheinlich der 1. Mai 2008. Der Startschuss für das Volksbegehren zur Einführung des Mindestlohns nach Artikel 169 der Bayerischen Verfassung. Mit einem riesigen Erfolg damals dieses Volksbegehren, einem Erfolg, der uns in diesem Ausmaß selber überrascht hat. Für die Zulassung eines Volksbegehrens sind in Bayern 25.000 Unterschriften von Wahlberechtigten nötig. Dem DGB Bayern und seinen Gewerkschaften ist es gelungen, binnen weniger Wochen 219.000 Unterschriften zu sammeln. Selbst Altgediente unter den Gewerkschaftern konnten sich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal eine solch breite Unterstützung für eine politische Forderung des DGBs und der Gewerkschaften hatten. In den Fußgängerzonen standen die Menschen an den Infotischen Schlange, um unterschreiben zu können. Alle 8 Gewerkschaften in Bayern haben das Volksbegehren nicht nur unterstützt, sondern die 8 Vorsitzenden, waren als Beauftragte des Volksbegehrens in den bayerischen
in der Bayerischen Verfassung, in einem solchen Prozess eines solchen Volksbegehrens braucht es Beauftragte. Alle 8 Vorsitzenden der Gewerkschaften waren als Beauftragte des Volksbegehrens auch die Initiatoren dieses Volksbegehrens. Mit anderen Worten, alle haben gemeinsam das Volksbegehren getragen und zu ihrer Sache gemacht. Das war und ist wichtig, weil es ja kein Geheimnis ist, dass der Mindestlohn auch unter Gewerkschaften durchaus kontrovers diskutiert wurde. Die Gemeinsamkeit erklärt sich aus einem Dreiklang, der für uns heute gilt. Zuerst und zuvorderst vernünftige Tarifverträge, dann Branchenmindestlöhne und dort, wo beides nicht möglich ist, einen gesetzlichen Mindestlohn als aller unterste Auffanglinie. Diese Linie haben wir bis heute beibehalten. Schließlich garantiert der Mindestlohn bei weitem kein Schlaraffenland. Wie denn auch bei 8,50 Euro. 8,50 Euro und 40 Stunden Arbeit in der Woche, das gibt einen Lohn von nicht einmal 1500 Euro im Monat brutto, wohlgemerkt. Davon kann kein Mensch leben, auf dem Land nicht und in München oder anderen Ballungsräumen schon. Der Mindestlohn, der Name sagt es schon, ist die allerunterste, die absolute Untergrenze, das Allermindeste, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Mindestlohn trocknet den großen Niedriglohnsumpf nicht aus, aber er verkleinert ihn. Der Mindestlohn ist kein sozialpolitisches Allheilmittel. Auch mit einem Mindestlohn gibt es noch keine auskömmliche Rente, aber der Mindestlohn hat fast 4 Millionen Beschäftigten ganz konkret geholfen, ihr Leben wenigstens etwas besser gestalten zu können. Der Mindestlohn war und ist notwendig, um das permanente Absinken der Löhne zu verhindern. Bessere Löhne als vorher und damit ein besseres Leben als vorher gibt es mit dem Mindestlohn. Ein gutes Einkommen und ein gutes Leben gibt es damit noch lange nicht. Unser Dreiklang bleibt auch nach der Einführung des Mindestlohns richtig. Mindestlohn, mindestens mehr gibt es mit Tarifverträgen. Immer mehr Arbeitgeber stehlen sich aus diesen Tarifverträgen davon, gründen Verbände, OT, ohne Tarifvertrag. Der Mindestlohn ist deshalb nichts anderes als eine Art akute Notwehr gegen diese Tarifflucht und gegen Dumpinglöhne. In einigen Branchen gehen uns schon die Verhandlungspartner aus, weil die Arbeitgeber sich seitwärts in die Büsche schlagen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass in einigen Branchen Löhne von 5 Euro, von 4,50 Euro oder gar nur 4 Euro in der Stunde gezahlt wurden. Alles sollte billiger werden, zuallererst die Arbeit. Geiz ist geil, war das unsägliche Motto. Mit dem Mindestlohn ist es auch gelungen, einige Arbeitgeber wieder in die Tarifbindung zurückzubringen. Das ist für uns mehr als nur ein Nebeneffekt. Die Flucht mancher Arbeitgeber aus der Tarifbindung ist das eine. Das andere, mit dem Beschäftigte und Gewerkschaften zu kämpfen hatten, war der ökonomische, war der politische Mainstream, das Diktat der Angebotspolitik. Nach deren Theorie gibt es umso mehr Arbeit, je billiger Arbeit ist. Und deswegen musste nach dieser Lehre Arbeit billiger werden, um mehr Arbeit zu schaffen. Völlig ignoriert wird bei dieser Theorie allerdings, dass Löhne nicht nur Kosten für die Unternehmen sind, sondern dass Löhne eben die einzige Einkommensquelle für die abhängig Beschäftigten und vor allen Dingen, dass Löhne eine entscheidende Größe für den nachfragepolitisch wichtigen Konsum sind, der ja dann auch wesentlich unser Wirtschaftsleben bestimmt. Ganz zu schweigen davon, dass Arbeitsplätze in den Unternehmen in der Regel aus völlig anderen Gründen geschaffen werden, eben zum Beispiel, weil Unternehmen sich Abschatzchancen erhoffen oder Rendite erwarten. Aber das war und ist den Vertretern dieser Richtung egal und es ging und es geht ihnen um billige Löhne. Es ging ihnen immer wieder um das Stichwort Standortkonkurrenz. Wir erinnern uns an die Drohung der Verlagerung ganzer Produktionen in Billiglohnländer. Und es ging ihnen um die Absenkung der sogenannten Lohnnebenkosten.
politisch nachvollzogen wurden diese Argumentationen. Michael Müller hat bereits darauf hingewiesen, politisch nachvollzogen wurden diese Argumentationen in der Agenda 2010, mit der Arbeitslose gezwungen wurden, unabhängig von ihrer Qualifikation, nahezu jeden Job anzunehmen, sei er auch noch so schlecht bezahlt. Denn der Arbeitsmarkt müsse entschlackt werden, der Arbeitsmarkt müsse flexibler und billiger werden. So war die Botschaft der Agenda 2010. Und hier in Bayern hat die bayerische Staatsregierung propagiert, sozial ist, was Arbeit schafft. Und völlig übersehen, dass nicht jede Arbeit auch sozial ist. All das hat noch einmal einen riesigen Druck. Diese ganze Diskussion, diese ganze Debatte hat noch einmal einen riesigen Druck auf Löhne und Gehälter gemacht und insbesondere natürlich auf die Löhne und Gehälter, die ohnehin schon im unteren tariflichen Bereich oder eben in unzureichend tariflich abgesicherten Beschäftigungsverhältnissen gezahlt werden. Das permanente Absenken des Standards, wie kann man das verhindern? Wie kann man das Tarifvertragssystem insgesamt wieder stabilisieren? Das waren und das sind im Grunde unsere zentralen Fragen. Eine Lösung neben anderen. Eine Lösung war und ist der gesetzliche Mindestlohn. Er ist eine sozialpolitische Wegmarke, er ist eine Verbesserung für Millionen Beschäftigte, er ist ein Bremsklotz nach unten und gleichzeitig ist er jedoch auch der, Gott sei bei uns, der Angebotspolitik. Das erklärt ja auch die Kritik, das erklärt das zum Teil heftige Wüten gegen den gesetzlichen Mindestlohn, der wird aus allen Rohren geschossen, manchmal ja durchaus mit einer gewissen Komik, mit einem beträchtlichen Maß an Komik. Da wird ernstlich behauptet, wegen des Mindestlohns gäbe es bald keine bayerischen Gurken oder keinen fränkischen Wein mehr. Und diese Front gegen den Mindestlohn bröckelt nicht, auch wenn sie im Moment vielleicht etwas leiser geworden sein mag. Besonders eifrig hat sich der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband positioniert, einschließlich einer Kundgebung auf der Theresienwiese während des Frühlingsfestes. Diese Kundgebung stand unter dem Motto gegen den Bürokratie- und Dokumentationswahn. Gemeint ist der angebliche Dokumentationswahn durch das Mindestlohngesetz. Für einen Mindestlohn, der nach Stunden bezahlt wird, muss die Arbeitszeit dokumentiert werden. Bleibt die Frage, wenn sich die Wirte dagegen so heftig sträuben, die Arbeitszeit aufzuschreiben, wie haben sie das eigentlich bisher gemacht? Die Arbeitszeit geschätzt? Pi mal Daumen, ich weiß es nicht. Im Übrigen, im bayerischen Hotel- und Gaststättengewerbe gibt es einen neuen Höchststand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse. Auch das ein Erfolg des Mindestlohns. Manche werden es nie akzeptieren, dass der Mindestlohn eine großartige soziale Errungenschaft ist, dass dieses Gesetz spürbare Verbesserungen für die Niedriglohnbeschäftigten gebracht hat und dass er für etwas mehr Gerechtigkeit sorgt. Manche nutzen jede Gelegenheit, um den Mindestlohn aufzuweichen. Kein Argument ist dabei zu billig. Michael Müller hat schon darauf hingewiesen, manche fordern jetzt, den Mindestlohn für Asylbewerber auszusetzen. Stellt euch mal vor, ein Einheimischer verliert seinen ohnehin nicht gerade gut bezahlten Job, weil ein Asylbewerber den gleichen Job noch billiger macht. So schürt man Fremdenhass. Bei solchen Debatten ist dann meistens Hans-Werner Sinn nicht weit. Er will wegen der Flüchtlinge den Mindestlohn gleich ganz aussetzen und er will zudem, auch nicht gerade neu, das Rentenalter erhöhen. Bleibt als Antwort, Miss Sophie, same procedure as every year. Aber die Angebotstheoretiker schaffen es eben nicht, die Mehrheit der Menschen von ihren Ideen zu überzeugen. Alle Umfragen belegen, dass eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, je nach Befragung zwischen 85 und 90%, unabhängig von Partei,
Präferenzen übrigens, unterstützt den Mindestlohn und hält ihn für sinnvoll und richtig. Weil die Theorie in den Schreibstuben eben das eine ist, das wahre Leben, aber das andere. Und in diesem wahren Leben wissen die Menschen aus eigener Erfahrung oder sie wissen es von Freunden und Bekannten, dass das Einkommen immer öfter nicht zum Leben reicht. Die extrem breite Zustimmung zum Mindestlohn gibt es nicht, weil der DGB so tolle Propagandamittel hätte, sondern weil die Menschen wollen, dass Schluss ist mit diesen miesen Einkommen. Der Mindestlohn hilft dabei. Und selbst wenn es wegen des Mindestlohns zu geringen Preissteigerungen kommen sollte, alle Umfragen belegen es, die Menschen würden das akzeptieren. Seit dem 1. Januar ist er nun in Kraft. Das hätten wir nicht geschafft, wenn nicht viele, viele gemeinsam an einem Strang gezogen hätten und dann auch noch in die gleiche Richtung. Parteien wie die SPD, Grüne, Linke, politisch und parlamentarisch, Organisationen wie die katholische Arbeitnehmerbewegung, Jugendverbände, VDK, viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch manche Arbeitgeber, die die Nase voll hatten von Schmutzkonkurrenz, die das Geschäft macht oder den öffentlichen Auftrag bekommt, nicht wegen der Qualität der Produkte, sondern wegen Dumpinglöhnen auf dem Rücken der Beschäftigten. Erst alle zusammen haben die Durchsetzung des Mindestlohns ermöglicht. Gesellschaftlicher Erfolg braucht einen kräftigen Motor, der ihn antreibt. Den zu starten, diesen Motor und am Laufen zu halten, ist über lange Jahre hinweg gelungen. Deshalb können wir gut akzeptieren, dass sich nun viele den Erfolg des Mindestlohns auf die Fahnen schreiben. Sei es drum, Erfolg hat bekanntermaßen viele Väter und Mütter, aber besser, wir reden über Anteile am Erfolg als über Schuldige am Misserfolg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gute Arbeit und gutes Leben. Das haben sich die Gewerkschaften für die nächsten Jahre auf die Fahnen geschrieben. Wir müssen dieses Thema nicht neu entdecken. Nein, das ist der Kern, die Aufgabe und das Leitmotiv, seitdem es Gewerkschaften gibt. Aber wir müssen unsere Ziele und Aktivitäten immer wieder anpassen. Ganz im Sinne des heute bereits einmal zitierten Willy Brandts, der bei seinem Abschied von der Sozialistischen Internationalen, vom Vorsitz der Sozialistischen Internationalen gesagt hat: Darum besinnt euch auf eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll. Unsere Aufgaben sind mit der Einführung des Mindestlohns nicht geringer geworden. Denn die ständigen Versuche, Arbeit auszulagern, billiger zu machen oder mit Hilfe neuer Technologien die Arbeitszeit sukzessive und ohne zusätzliche Bezahlung auszudehnen, all diese Herausforderungen erfordern unsere Antworten. Wir kämpfen für eine Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen, um zwei oder gar drei Klassen Belegschaften zu verhindern. Wir stehen vor der Herausforderung, wie die Digitalisierung von Arbeit und Gesellschaft im Sinne der Beschäftigten gestaltet werden kann. Im Kern also geht es immer wieder um die alte Frage, wer eignet sich die Produktionsfortschritte an? Dabei spielen natürlich Arbeitszeitgestaltung, Arbeitsverdichtung, Leistungsbewertung eine entscheidende Rolle. Große Themen, große Ziele, alles miteinander. Aber auch große Ziele sind zu meistern. Der Mindestlohn zeigt es. Lassen wir uns heute gerne im wunderschönen Ambiente feiern, bedanken uns herzlich für die Auszeichnung, tragen stolz den Wilhelm-Högner-Preis nach Hause, trinken jetzt alle miteinander noch ein Gläschen und ab morgen geht es wieder weiter. Getreu dem alten Werbespruch, es gibt viel zu tun, packen wir es an.